Kurze Umbaupause, jetzt dürfen wir den Anjo Grotenherm zu begrüßen. Hallo, Anjo, ich sag mal du. Und Anjo Grotenherm ist Arzt und im Prinzip mit dafür verantwortlich, dass medizinisches Cannabis in Deutschland mittlerweile legal ist. Er leistet da seit über einem Vierteljahrhundert wirklich vorbildliche Arbeit, hat auch sehr zahlreiche Fachbeiträge in der Medizinwelt dazu veröffentlicht, Bücher veröffentlicht. Ich will das jetzt gar nicht alles aufzählen, das würde zu viel. Ich will lieber die wertvolle Zeit nutzen, den Franjo vom Franjo zu wissen oder meine erste Frage an dich, Franjo. Wir haben jetzt 3,5 Jahre Cannabis oder knapp 3,5 Jahre Cannabis als Medizingesetz. Funktioniert das und oder wie funktioniert das und wie gut funktioniert das? Ja, zunächst mal herzliche Grüße nach Berlin an Michael und Franz. Danke für die Ja. Einladung. Ja, wie funktioniert das? Also, ich muss eigentlich sagen, es läuft wesentlich schlechter als wir dachten. Einige Befürchtungen. Es ist schlimmer gekommen, als wir gedacht haben. Der erste Schock war der, dass die Preise knapp gegangen sind. Man muss sich vorstellen, Cannabisblüten waren vor dem Gesetz keine Medikamente, keine Arzneimittel. Mit dem Gesetz wurden sie zu Medikamenten. Die Apotheken einen Aufschlag von 90 oder 100% drauf zu setzen, direkt am nächsten Tag. Und das sind viele Leute, die selbst bezahlen durch die Kinderschaften. Damit ging es jetzt als letztes kann man sagen, dass die Kosten verlangten immer restriktiver Genehmigung bekommen, Schmerzpatienten. Das heißt, 30% fallen auf andere Dimensionen. Entzündung, Erholung, Checkup und so weiter. Das wird natürlich total Schmerzpatienten kaputt. Aber das ist nicht 10% der Verordnung oder 70%, sondern probiert es klar, restriktiv steckt dazu aus, wenn wir eine Chance haben, auf den zu verlangen. Das waren zwei Beispiele, wie sich das Gesetz entwickelt hat, was wir nicht erwartet haben. Gilt diese, sage ich mal, negative Entwicklung gleichermaßen für Blüten und Extrakte oder werden Blüten eher wie eine zweite Klasse Medizin da angesehen in diesem ganzen Zusammenhang? Oder gilt das für beides gleichermaßen? Ja, das war auch zu Beginn eine ganz merkwürdige Informationspolitik. Das gesagt wurde, die Extrakte sind günstiger als die. Da habe ich jetzt einen Anschubspott für THC von der Kohlenkammer aufhängen, für meinen nächsten. Es ist genau umgekehrt. Die Kassenärztliche Vereinigung sagen aber auch, das sagen aber auch, die Extrakte sind günstiger als die. Wir als Ärzte unterliegen dem Wirtschaftlichkeitsgebot. Das heißt, wenn wir Kontakte als günstig betrachtet werden, Blüten als teurer, dann müssen unsere Extrakte mehr verschrieben werden. Ich muss begründen, warum ich dann. Ich habe das erst für einen Gag gehalten, ganz zu Beginn. Ich habe das geleugnet, das wird sich ja innerhalb von ein paar Wochen auflösen, dass das nicht der Fall ist. Gehalte, das Anschauen, hängt von der Sorge. Ist aber immer noch drin. Die Internetverbindung ist, glaube ich, irgendwie schwach. Du bewegst dich nicht und man hört dich nicht. Okay, dann überbrücke ich hier mal an der Stelle kurz. Ich hoffe, dass wir bald wieder, dass die Verbindung zu Franjo gleich wieder steht. Was ich dazu sagen kann, ich kann das auch bestätigen.
Denn ich habe auch auf meinem Kanal, wer nach der Sendung hier mal Zeit hat zu gucken, schon mehrere Sendungen drüber gemacht, mehrere Artikel drüber geschrieben. Wie teuer sind 1000 Milligramm THC? Das ist ja, wenn es um Cannabis als Medizin geht, ist das immer so die entscheidende Frage. Ja? Da kann man ja drum herum reden, wie man will. Ja? Es gibt halt einen wirkenden Hauptwirkstoff, das ist THC. Und da gibt es einen Preis und der schwankt halt sehr beträchtlich, je nach Produkt, was der Arzt verordnet. Und da kann man ganz einfach sagen, 1000 Milligramm THC in Blütenform kosten je nach Cannabis-Sorte 100 bis 200 Euro. 1000 Milligramm THC in Extraktform kosten zwischen 360 und 1200 Euro. Das heißt, da sieht man ganz klar, dass Extrakte, wenn es um den reinen Wirkstoffgehalt geht, um was anderes geht es ja nicht bei der Verordnung. Die Verordnung erfolgt ja auch gemäß des Wirkstoffgehaltes, dass man bei Extrakten da zwischen dem 1,5 und dem 12-fachen Preis bei 1000 Milligramm THC liegt. Trotzdem tun die Krankenkassen so, als ob Extrakte billiger seien und sind bei der Verordnung von Extrakten, bei der Kostenübernahme von Extrakten lange nicht so restriktiv wie bei der Verordnung und Kostenübernahme von Cannabisblüten und machen den Ärzten auch weniger Stress, wenn sie dort, wenn die Ärzte Cannabisprodukte verordnen, ist der Arzt immer auf der sichereren Seite. Wenn er Extrakte verordnet für Blüten, wird er gerne, sage ich mal, in den Krümeln gewühlt, wenn es um die Abrechnung geht. Ist Franjo zurück? Nein, Franjo nicht zurück, ja. Wenn einmal der Wurm drin ist, dann ist der Wurm drin, kann man nicht, so ist es. Kaffee trinken hilft. Hilft nicht. Jetzt tut sich was hier am Bildschirm. Bei euch auch? Ja. Okay, ich gucke dann mal auf den Plan. Ja, nachher kommt das Video von der Kirsten Kappert-Gonter. So, so viel überbrückt wie heute. Einmal ist immer das erste Mal. Neuer Anruf? Ich bin wieder da. Jetzt? Ja. Franjo ist zurück und ich wende mich dann gerade mal mit der nächsten. Sorry für die Unterbrechung, Franjo. Wir hatten also mitgekriegt, haben alle noch deine Ausführungen zu Extrakten, zu Cannabisblüten, zu der aktuellen Entwicklung in den Apotheken. Meine nächste Frage lautet dahingehend, woran liegt das? Liegt das an wirtschaftlichen Interessen? Liegt das an der Stigmatisierung von Blüten, dass das Gesundheitsministerium sagt, wir wollen diese Blüten nicht? Was glaubst du, warum ist das so? Warum ist diese Entwicklung so gekommen? Ich müsste es gerade bitten, die Frage nochmal zu wiederholen, weil ich gerade hier so einen Widerhall hatte. Okay, warum glaubst du, ist die Entwicklung so gekommen, dass die Blüten im Prinzip wie eine Medizin zweiter Klasse behandelt werden, während Extrakte sogar öffentlich als billiger dargestellt werden, was gar nicht der Fall ist? Stecken da Interessen dahinter? Okay, ich denke, wir versuchen die Verbindung mit dem Franjo nochmal stabil aufzubauen und ich sag der Technik einfach, dass wir mal wieder mit dem Video von Kirsten Kappert-Gonter weitermachen. Wir machen einfach mal wieder 5 Minuten Musik und Videos von früheren Handparaden. Die Kirsten Kappert-Gonter kommt erst um 18.40 Uhr, da haben wir noch ein Stündchen Zeit. Ja, da bist du um eine Stunde verrutscht. Und ich würde sagen, bis der Franjo wieder hier ist, machen wir jetzt erstmal Sound. Nächste Frage an den Dr. Grotenherm sollte eigentlich sein, oder vielleicht stelle ich sie jetzt schon mal. Das Cannabis als Medizingesetz ist ja nicht von selbst implementiert worden. Es gab ja seit 2003 einen Haufen Klagen gegen das Bundesgesundheitsministerium, gegen die Bundesregierung. Und ja, im Rahmen dieser zahlreichen Klagen gab es auch höchstrichterliche Urteile schon 2005, dass der Zugang zu Cannabis für Kranke halt ein Menschenrecht ist. Ja? Also dass es die Menschenwürde verletzt, wenn es nicht passiert. Und es hat dann immer noch weitere 12 Jahre gedauert, bis das halt für alle gegolten hat, bis das als Gesetz implementiert wurde. Bis dahin gab es die Ausnahmegenehmigungen. Und
Seitdem hat sich, wo alle gedacht haben, Mensch, jetzt mit dem Gesetz geht es doch endlich mehr voran, geht es auch sehr, sehr schleppend voran. Ich hätte das jetzt alles gerne vom Dr. Grotenherrn nochmal im Detail gehört, ja, weil er ist da wirklich ja, noch viel tiefer drin als ich. Er kann da auch viel mehr Details berichten. Und medizinisch ist er natürlich auch eine Koryphäe im Gegensatz zu mir. Und ich hätte jetzt gerne, dass der Dr. Grotenherrn uns das jetzt alles hier beantwortet hätte, was ich jetzt hier mal kurz angeschnitten habe. Scheint aber, als wäre ja, die Verbindung jetzt auch tot. Wenn einmal der Wurm drin ist, ich habe es jetzt heute schon ein paar Mal gesagt, dann bleibt er auch da. Ja, also hier ist alles verwurmt gerade. Okay. Jetzt haben wir noch eine Viertelstunde, bis der nächste Politiker kommt, der Nima Moffasat von den Linken. Ich sage den Namen immer falsch. Ich sage immer. Aber egal, jetzt habe ich Nima Moffasat von den Linken. Da haben wir noch eine Viertelstunde Zeit. Ich möchte jetzt auch nicht. Oh ja, es klingelt. Wir versuchen das. Wir versuchen die nächste Frage an Dr. Grotenherrn. Wir machen das jetzt einfach Frage über. Wir freuen uns jetzt, wenn wir eine Frage schaffen. Da oben, guck mal. Oh, Hans da. Franjo, hallo. Ich versuche es jetzt einfach. Ich stelle die Frage ganz schnell. Cannabis als Medizin seit 2017 legal, war ja ein langer Weg dahin. 2005 gab es schon eine höchstrichterliche Entscheidung, dass der Zugang oder Zugang zu Cannabis als Medizin ein Menschenrecht ist, beziehungsweise dessen Verwehrung die Menschenwürde verletzt. Wieso hat das alles so lang gedauert und wieso stockt das immer noch? Ja, also unser Ansatz ist ja immer gewesen, dass Ärzte letztlich entscheiden müssen, ob jemand Cannabis als Medizin bekommen soll oder nicht. Das ist eigentlich die große Selbstverständlichkeit. Und das hat das Bundesverfassungsgericht wohl auch anerkannt. Die haben gesagt, Paragraph 2 Grundgesetz sagt, es gibt ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Und dieses Grundrecht wird auch dann angetastet, nicht nur wenn der Staat Schaden oder Schmerzen zufügt, sondern wenn er auch hindert daran, dass sich Leute ihre Leiden lindern. Das heißt, Menschen haben ein Recht darauf, sich therapieren zu können, wenn es dann nutzt. Und daraufhin müssten also die Ausnahmeerlaubnisse erteilt werden, im Rahmen dieser Ausnahmeerlaubnisse. Und dann gab es das Gesetz, weil man mit dem Gesetz sicherstellen wollte, dass die Menschen, die das wirklich brauchen, es auch bezahlt bekommen. Deswegen ist es so dramatisch, dass viele Menschen, die jetzt das benötigen, keine Kostenübernahme bekommen. Wir haben eben gesagt, 70% sind Schmerzpatienten, 30% sind alle anderen Indikationen. Das kann es ja nicht sein. Wir hatten bei den Anträgen der Genehmigung die Bundesgruppenstelle 50 verschiedene Indikationen. Das waren psychiatrische Erkrankungen, das waren chronische entzündliche Erkrankungen, das waren Appetitlosigkeit, Übelkeit, das waren neurologische Erkrankungen. Das wird auf einmal jetzt nur 30% aller Erkrankten gewesen sein. Man muss sich nochmal daran erinnern, die ganze Geschichte, dann sieht man, dass jetzt zurzeit vieles schiefläuft und wir dringenden Nachbesserungsbedarf haben. Aus der Sicht von eines Mediziners heraus, würdest du sagen, dass der Mediziner frei entscheiden kann, ob der Patient Cannabis verordnet bekommt oder ist er an seiner Entscheidung immer noch sehr eingeschränkt? Also im Gesetz steht ja, dass die Krankenkassen nur in Ausnahmefällen, in begründeten Ausnahmefällen ablehnen dürfen. Davon kann zurzeit überhaupt nicht die Rede sein. Ich kenne Mediziner, die haben drei oder vier Anträge gestellt, sich viel Mühe gegeben, alle Anträge wurden abgelehnt und dann hat der Arzt einfach keine Lust mehr für den Papierkorb zu arbeiten. Gerade wenn es um Erkrankungen geht, die nicht in den Schmerzbereich reinfallen. Aber auch bei dem Thema Schmerzen sehen wir zunehmend eine Verschärfung, wo Ärzte schreiben, der ist schmerztherapeutisch ausbehandelt und der MDK sagt, nein, ist er nicht, keine Erlaubnis. Was wir auch sehen, es gibt regionale Unterschiede. Also in Hessen ist zum Beispiel die Anerkennungsquote oder die Genehmigungsquote ungefähr 56%. Und in anderen Ländern, also Sachsen-Anhalt, Bayern zum Beispiel, 70%. Also da gibt es dann Unterschiede von 20%, erhebliche Unterschiede. Nein, Ärzte entscheiden nicht. Es ist nicht so, dass
Krankenkasse in Ausnahmefällen ablehnt, sondern häufig ist es wirklich schwer erträglich. Ich war selbst schon im Gutachten, am Gutachten beteiligt und das ist teilweise schwer verständlich, schwer nachvollziehbar. Es macht auch eine Wut, einen Frust bei Arzt, Patient und allen Beteiligten. Man hört ja auch immer wieder, dass wenn es darum geht, dass Cannabis-Patienten, was das Autofahren, was die Verkehrsteilnahme betrifft, sollten ja eigentlich behandelt werden wie Patienten, die andere legale Betäubungsmittel verschrieben bekommen. Und ich habe jetzt immer öfter von Schikanen oder von einer Sonderbehandlung von Cannabis-Patienten, die eigentlich legal am Verkehr teilnehmen, gehört. Hast du da auch, kannst du das bestätigen aus Medizinersicht? Ja, also mittlerweile ist es wieder so, dass man als Patient das war auch für uns eine überraschende Entwicklung. Es gab vor 5 Jahren ein Merkblatt für die Führerscheinstellen, die da umgehen sollen und dass Cannabis als Medizin genauso behandelt werden soll wie Opiate, wenn zur Disziplin andere Medikamente, die die psychomotorische Leistungsfähigkeit beeinträchtigen können. Und es gibt immer noch Führerscheinstellen oder Entwurfstellen, die sagen, wenn Cannabis regelmäßig verwendet wird, dann kann es ja keinen Unterschied machen, ob das jetzt legal ist oder illegal. Wir sehen, dass die Patienten eigentlich nicht verkehrstüchtig sind und da werden dann teilweise Argumente vorgeschoben, wie zum Beispiel, es wurde nicht korrekt eingenommen, es wurde geraucht, es ist keine medizinische Einnahme und so weiter. Obwohl ich das als Arzt auch genehmigt habe. Ja. Also ein eklatanter Fall in meiner Praxis war der, dass einer meiner Patienten den Führerschein verloren hat, weil er angeblich nicht nach ärztlicher Verschreibung eingenommen hat, sondern an diesem Tag etwas weniger als normal, weil er etwas weniger Schmerzen hatte. Das würde bei keinem anderen Medikament passieren. Also ich sehe da schon eine gewisse Schikane. Ich sehe aber auch, dass es bei Führerscheinstellen große Unterschiede gibt und auch bei den NPU-Stellen. Also es ist dringend geboten, dass nochmal ein Merkblatt vom Bundesverkehrsministerium erscheint und sagt, so und so ist das zu handhaben. Da gibt es jetzt bundesweit auch gar keine einheitliche Regelung. Das ist im Prinzip ist der Patient da abhängig von einem Sachbearbeiter, von einer Sachbearbeiterin oder vom Land? Wie sieht das aus? Gibt es keine einheitliche Regelung, ne? Eigentlich ist die Regelung klar. Ja, also wir haben in § 24a Straßenverkehrsgesetz, da steht drin, dass die Einnahme von Drogen und Straßenverkehr sich, Teilnahme am Straßenverkehr sich ausschließen, es sei denn, man hat eine ärztliche Verordnung. Das gilt für Opiate, Cannabinoide und so weiter. Und auch die Fahrerlaubnisverordnung, das ist ganz klar. Man verliert den Führerschein nur, wenn man das missbräuchlich verwendet. Also eigentlich gibt es eine bundeseinheitliche Regelung. Aber bei Führerscheinstellen und EPU-Stellen, wir können vor bestimmten EPU-Stellen auch einfach nur warnen, weil man da sehr schlechte Chancen hat. Es gibt ganz, das ist jetzt nicht also irgendwie landesspezifisch oder so, sondern es sind einfach bestimmte Führerscheinstellen, auch in NRW zum Beispiel, oder auch, man kann auch in Süddeutschland eine gute MPU-Stelle finden. Also das hat jetzt nicht ländermäßig was zu tun, sondern wie ist die einzelne Führerscheinstelle gestrickt, wie sind die Vorgaben für diese MPU-Stelle, und dann hat man Glück oder Pech. Was in Sachen Führerschein geschehen müsste, hast du ja eben schon erwähnt, da müsste es nochmal ein Rundschreiben geben vom Bund an alle Führerscheinstellen, wie das zu handhaben ist oder zu handhaben ist in der Zukunft. Kurz zurück zu unserem ersten Thema, Stigmatisierung von Blüten, ja, dass halt Blüten, Cannabisblüten mittlerweile ein bisschen, so nicht mehr schlechter behandelt werden als Extrakte, wenn es um Kostenübernahmen geht. Was müsste da passieren, dass, sage ich mal, Patienten von Blüten und Patienten von Extrakten oder dass dem Arzt auch die Verschreibung von Extrakten oder Blüten sozusagen, dass das wirklich der Arzt entscheidet und nicht das Portemonnaie? Ja, also zum einen gibt es
Ärzte, die selbst Vorbehalte haben gegenüber den Blüten, weil sie mit Topfen und Pillen sich eher auskennen. Und das ist so die normale Einnahmeform von Medikamenten. Und da gibt es zum Teil einfach Vorbehalte, dass die Blüteneinnahme zu nah an der Art und Weise des Freizeitkonsums liegt. Das heißt, es gibt von ärztlicher Seite zum Teil Vorbehalte. Und dann andere Beteiligte, also zum Beispiel Kankas oder MDK, machen einfach eine entsprechende Politik, die Blüten, sozusagen die Blütenpreise in die Höhe schießen lässt, also angeblich als teurer. Das heißt, das hat manchmal ganz dramatische Auswirkungen. Zum Beispiel, wenn jemand ins Krankenhaus muss und der hat Blüten eingenommen, dann wird er im Krankenhaus vielleicht auf einen Extrakt eingestellt mit einer zu niedrigen Dosis, weil man denkt, man kann das einfach jetzt mal wegen 100 Milligramm Blüte auf 10 Milligramm Extrakt umrechnen, was natürlich nicht funktioniert. Dann wird der Dosierung zustande kommen. Oder wenn jetzt jemand ins Gefängnis muss oder in Reha-Einrichtungen und so weiter, dass es dann oft nicht richtig funktioniert, weil dann dort eventuell die Einnahme von Blüten nicht toleriert wird. Also, es ist einfach dringend erforderlich, dass da eine Rationalität eintritt, dass man einfach die Qualität zur Kenntnis nimmt. Stichwort Extrakte, meines Wissens zufolge gibt es ja auch noch nicht das Spektrum an Wirkstoffen in Extraktform, wie es in Blütenform zur Verfügung steht. Das ist ja, das habe ich auch von vielen Patienten gehört. Es gibt meines Wissens nach der Zeit zwei Vollspektrum-Extrakte und 30 verschiedene Sorten Blüten. Und müsste man da nicht das Spektrum der, also die Zahl der Vollspektrum-Extrakte erhöhen, vielleicht, dass man da zumindest als Patient eine bessere Wahl hat und zack, wieder weg. Entschuldigung. Okay, ja, das Interview, also jetzt, ich glaube, wenn der Franjo das nächste Mal da ist, dann knicke ich mir die letzte Frage, sonst kommen wir nämlich in unserem Zeitplan wieder relativ, wird es wieder knapp mit unserem Zeitplan. Informativen Worte von dir und auch für deine ganze Arbeit von dieser Stelle hier nochmal vielen Dank. Schönen Sonntag noch und schönen Abend noch. Danke nochmal. Ja, ich danke für die Einladung und Technik, da stehen wir nicht drin, das ist alles okay. Also für mich war alles gut. Ja, also noch einen schönen Tag für euch. Ja, Dankeschön. Ja, vielen Dank und vielleicht dann noch ein Hinweis an das Publikum. Es gibt Cannabis als Medizin, IACM, eine sehr gute Informationsseite, schön aufgelistet mit unendlich vielen Studien zu Cannabis, wenn man alle wissen will, gegen welchen Krankheiten, Schmerzen und ähnliches, welche Sorten am besten und was für Studien es gibt, ist diese Webseite sehr zu empfehlen. Auch einer meiner Hauptquellen, einfach mal internationale Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin googeln, da kommt ihr dann auf die richtige Seite und wirklich eine Wissensquelle für jeden, der sich mit medizinischem Cannabis beschäftigt. Also in diesem Sinne nochmal vielen Dank, Franjo, bis demnächst mal. Tschüss. Ciao. So, jetzt geht's auch schon fast nahtlos weiter.